Jungs, haltet endlich die Klappe, poliert eure Sonnenbrillen und greift euch mal das Steuer. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Folge von StarCraft Mars Recall. Wieder eine Bonusmission und ich bin hier tatsächlich jetzt leider so ein bisschen meinen Fähigkeiten am Ende. Also ich habe jetzt auch hier wieder nach 2-3 Versuchen erfolgreich abgebrochen und mir fehlt leider im Moment auch einfach die Zeit und die Lust, das alles andauernd neu zu machen. Das heißt, ich werde ab jetzt, wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, ich meine, die Mission werde ich jetzt komplett mit God-Modus durchspielen, weil es nämlich hier keine Verstärkung oder beziehungsweise keinen Basenbau gibt. Ansonsten bei den anderen, wenn es knapp wird, würde ich mich auch dann mit God-Modus hochheilen und dann wieder weitermachen. Einfach das jetzt in ein oder zwei Versuchen spätestens erledigen kann. Wir haben noch eine ganze Menge Missionen vor uns und ich möchte es gern beibehalten, dass jeden Tag ein Video kommt und eben dann auch nur das Video hochladen, wo die Mission erfolgreich war. Und wie gesagt, mir fehlt halt gerade die Zeit, das alles neu machen zu können oder neu zu machen. Von daher werde ich jetzt wie im Original auch wieder auf ein paar Cheats zurückgreifen müssen, weil wie gesagt, selbst auf einfach ist es mir zu schwer. Okay, dann wird es jetzt aber mal Zeit für den lautlosen Schrei. Da sind wir jetzt nämlich wieder auf dem Kommandoschiff Perion. Niedriger Orbit um die konföderierte Hauptwelt Tarsonis. 500 sogar. Eine runde Zahl, wie schön. Praktischerweise funktionieren noch die ganzen Cheat vom Originalspiel funktionieren auch hier in der Mod. Und ich kann die halt noch nach all den Jahren auswendig. Aber ich habe die halt früher auch sehr exzessiv genutzt. Ich habe halt früher wirklich komplett nur mit Cheats gespielt. Wie gewünscht habe ich die Datenübertragungen der konföderierten Satelliten überwacht. Die Kräfte der Konföderation bereiten sich immer noch auf ihren Gegenschlag vor. Arcturus hat eine kurze Konferenz einberufen, bevor wir unseren Angriff starten. Ich stelle durch. Wir befinden uns an der Schwelle zum Sieg über die Konföderation. Nur eines könnte sie jetzt noch retten. Und zwar, wenn wir in unserer Überzeugung wanken. Aber wir werden felsenfest stehen. Commander, Sie haben Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten bereits häufig unter Beweis gestellt. Sie werden unsere Invasion anführen. Bringen Sie Ihre Truppen direkt nach New Gettysburg und übernehmen Sie die Kontrolle über dieses Gebiet. Arcturus, das gehörte aber nicht zu unserem Plan. Selbst wenn wir das Gebiet erobern könnten, wie sollen wir es denn halten? Sobald das Gebiet übernommen wurde, ist es meine Aufgabe, jeden Versuch eines Gegenschlags im Keim zu ersticken. Und wie, bitteschön, wollen Sie das anstellen? Ich werde es ganz einfach tun. Wartet es nur ab. Ich mach das schon. Na, dann ist ja gut, Duke. Okay, also vernichten Sie alle konföderierten Raumhelfen, alle konföderierten Fabriken und Rain und Kerrigan müssen überleben. Alles klar, wie gesagt, leichter als leicht geht leider nicht. Wir nehmen die Fahrzeuge. Dieses Mal, beziehungsweise habe ich die letzten Male auch immer gemacht. Gerade weil es die Panzer dann doch ganz gut machen hier. So, meine Lieben, dann, wie gesagt, fangen wir einmal an. Damit können wir hier durch
Ich hab immer noch nicht rausgefunden, was es halt diese Granaten hier auf sich hat, leider. Wir können nicht drüber fahren, wir können sie nicht angreifen. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Weiter geht's. Aber gut. So, dann fangen wir mal an. Ihr seid die Nummer 2. Alle Mannschaften bereit. Flugeinheit Nummer 3. Oh, da ist immer zu viel drin. So, du kannst da wieder raus. Und alle zusammen sind die Nummer 1. Dann mal los. So, ich glaube, ich gehe mal wieder meinen normalen Weg. Wie ich hier sonst auch immer angegangen bin. So, legt man los. Flugfrequenzen offen. Kurs setzen. So, also wie gesagt, normalerweise würde es sich halt wirklich lohnen, vorzugehen. Also habe ich halt so gemacht, die Panzer vorgeschickt, dass die einigermaßen im Radius waren. Die anderen Panzer dann mit Lufteinheiten angegriffen. Dann mal los! Aber es hat leider immer noch nicht gereicht. Ja, Sir! Was jetzt? Alles so, klar. Alle mal nach vorne, bitte. Befehl ist, Sir! Wird ausgeführt! So, wie gesagt, die haben zum Glück halt etwas höhere Reichweite, oder ja, normalerweise höhere Reichweite als die meisten anderen Einheiten. Und von daher kriegen wir das dann mit denen relativ schnell weg. Allerdings gab es dann auch halt relativ viele Verluste zwischendurch. So. Und da wir jetzt die Kommandozentrale zerlegt haben, gibt es netterweise Hauptquartier, empfange Befehle. Jetzt geht's rund. Auch noch etwas Nachschub. Ich lecke schön in der Creme hier. So, einmal zusammen. Fuchteln bitte. Ziel identifizieren. Ihr seid die Nummer 2. So. Ja, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Und ihr dürft dann auch mal eine Runde aufräumen. Wird ausgeführt. Reicht das? Ja, so einigermaßen. Tatsächlich. Bruder scheint aber noch ein bisschen weiter zu schießen. Alles klar. So, wenn wir alle Leute noch da haben, geht das auch erstaunlich schnell, die ganzen Gegner hier auszuschalten. Ich sitze in der Patsche. Oh. Übermittle Befehle. Hab ich mir auch gerade gesagt. Wie kriegst du denn auf einmal Schaden? Kapiert. Oder seid ihr schon mit Schaden gespawnt? Das... Obwohl, nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ach, oder gilt das nur für die Einheiten, die am Anfang da waren? Ja, Sir! Wird ausgeführt! So, das bitte mal alles schön zerlegen. Danke sehr. Alles klar. Zielgebiet? Ist mir ein Vergnügen, Sir.
So, zerlegt mir das bitte nochmal schön. Sehr gut. Befehle, Sir! Ja, zumindest den unteren, die untere Ecke der Karte kenne ich jetzt halt eben auch schon. Die doch häufigen Neuspielereien. So, guck mal, können wir auch. Dann kommt mal her. Jetzt ja auch kein Akt mehr. Alles klar. Kapiert. So, haben wir sonst noch? Ne, hier dürfte es nicht mehr sein. Genau, hier unten waren wir schon. Dann weiter zur nächsten Basis. Nämlich dann, ich glaube, da unten war nicht mehr so viel. Hier geht's erstmal runter. Oh, sie kleben an mir. Hab ich mir auch gerade gedacht. So, hier war es auch relativ viel. Absolut. Zack, ist mir ein Vergnügen, Sir. Ja, relativ viel Luftverteidigung. Ihr könnt jetzt hier unten schon mal zerlegen. Ja, normalerweise hätte ich das halt mit dem Panzer noch zerlegt. Naja, das ist echt Probleme. Alle Mannschaften bereit. So, weg mit euch. Okay, ihr dürft euch nochmal umplatzieren. Rock'n'Roll! Das war sehr halt ganz praktisch, dass man von hier oben schon vom Highground einiges wegballern kann. Weiter geht's! Da bin ich dabei! Wird ausgeführt! Meinst du, das ist prima? So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen was weggehauen. Ich warte auf dich. Dann dürft ihr euch jetzt mal wieder nach unten verziehen. Alles klar. Hab ich mir auch gerade gedacht. So, weiter geht's, weiter geht's. Kapiert. Zielgebiet? Ist mir ein Vergnügen, Sir. So, auch hier könnt ihr jetzt mal langsam wieder vor. Absolut. Hier erwartet uns nämlich der nächste Angriff. So, noch ein Stückchen. Obwohl, jetzt könnte, genau, jetzt fahren, glaube ich, dahinter ein paar Dings. Ich hab mal gesehen. Dann mal los! Ja, Sir! Wird ausgeführt! Ich dachte, da wären schon die Panzer. Dann noch ist hier Bunker und Luftabwehr. So, jetzt müssten auch die Panzer kommen. Empfange Signal. Wie gesagt, so kann man dann halt so ein bisschen durchwechseln. Luftabwehr. So, dann sind wir dich auch endlich mal los. Das war auch immer sehr nervig, das Schiff hier. Zielgebiet? Ich warte auf dich. Befehle, Sir! So.
So, hier dürfen wir hier wieder aufbauen und ein wenig zerstören. Sehr gut. Alle Mannschaften bereit. Spritzel. So, bitte weiter voran. Wir haben jetzt gleich hier die zweite zerlegt. So. Vielen Dank für den Nachschub. Ja. Jetzt geht's rund. Los, los. So, machen wir das nochmal als neue Nummer 1. Ziel identifiziert. Zielgebiet. Panzer. Das hat sich jetzt gelohnt. So ungefähr. Oh ja, wie gesagt, mit den 5, mittlerweile 6 Panzern geht das angenehm fix. Und leider sind wir halt dann vorher immer genug von den Dingern abgeraucht. Sehr schön, hätten wir die Ecke jetzt noch erledigt. So, und hier unten war, glaube ich, nichts mehr großartig. Von daher lass es mal zurück und jetzt endlich mal zur letzten Ecke, wo ich jetzt immer dann gescheitert bin, weil die Einheiten dann einfach dann zu wenig waren. Aber ich glaube, das ist am besten befestigt jetzt. So, da hat, glaube ich, schon jemand neue Freunde gefunden. Begrüßen wir sie doch mal. Zack. Tschüss. Absolut. Larungspanzer ist halt schon was Feines, muss ich ja sagen. So, wir langsam vor. Genau, dann geht's jetzt weiter. Befehle, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Hier war es halt dann doch ein ziemlicher Wechsel zwischen. Ja, zwischen Flugabwehr und Bodenabwehr. Ja, Sir! Die könnt ihr gerade so wegschießen. Zielgebiet. Weiter geht's. Ihr könnt mal wieder ein bisschen vorfahren. Wird ausgeführt. Weiter geht's. So, und ich glaube, hier hat es mich dann meistens zerlegt. Gerade das war jetzt wieder hier doch relativ übel verteidigt. Da geht's, wer wird denn hier angegriffen? Achso. Da sieht es jetzt nicht mehr so rosig aus. So, und da haben wir jetzt die letzte. Ich glaube, das dürfte die letzte große Basis sein. Alles klar.
So, dann werden die Raumhäfen durch. Ah, die wollten nicht mehr weiter, okay. Das eine, das kriegt tatsächlich Schaden. Jetzt kommt er. Ist mir ein Vergnügen, Sir. So, hier mal wieder hin platzieren. Der Rest darf sich hier wieder einigermaßen gütlich tun. Ja, Sir! Wird ausgeführt! Weiter geht's! So, bitteschön. Ich könnte hier nochmal eine Runde beschützen. Da haben wir es hier, ja. Letzte Kommandozentrale, was gibt es denn dann als netten Bonus? Noch mehr Panzer, sehr gut. Das lobe ich mir doch. Befehle, Sir! Ja, Sir! Zielgebiet! So. Wird ausge... Was jetzt? Dann dürft ihr mal noch beikommen. Da haben wir sogar noch einen Bunker. Da ist auch noch was. Oh, sie kleben an mir. Ja, da ist halt auch noch einigermaßen verteidigt. Aber mit vereinten Kräften geht das dann doch ganz gut. So, ich glaube, wir haben die letzten Fabriken gefunden. Absolut. Wieso zerlegt das mal noch schön? Machen wir noch nicht. Kapiert. Ja, Sir. Wird ausgeführt. Haben wir doch noch was. Ist mir ein Vergnügen, Hier ist Duke. Die Emitter sind aufgebaut und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen den Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug. Aber jetzt wollen Sie die CERN gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn. Sie hat recht, Mann. Denken Sie noch mal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle. Führt sie aus.
So, damit wäre die Mission dann endlich mal geschafft. Meine Güte, war, wie gesagt, es war echt schon ein ganz schöner Stress. Und wie gesagt, vorher habe ich halt mehr als doppelt so lang gebraucht. Und habe es trotzdem nicht hingekriegt. Aber ja, so hat es jetzt funktioniert. Der Schluss war mir jetzt wieder bekannt. Wahrscheinlich wird es jetzt am Ende der neunten Mission nochmal kommen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich werde jetzt, wenn ich wirklich hadern bin, einfach, dass ich nicht so viel Zeit verliere, dann kurz God-Modus aktivieren oder für den Rest der Mission God-Modus aktivieren, dass die zumindest dann im ersten oder zweiten Versuch durchgehen. Ansonsten kriege ich das nämlich leider hier nicht mehr hin. Okay, von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.